Es gibt eine Band, die gibt es seit 40 Jahren, die hatten gerade Jubiläum, und zwar die Kastelruther Spatzen. Ja? Und die klingen ja immer sehr fröhlich. Ungefähr so. Die haben mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft, mehr Echos abgeräumt als Udo Lindenberg, als Grönemeyer. Aber die haben richtig harte Texte. Und was ich jetzt vorspiele, ist kein Fake, das ist wirklich eine Nummer von denen. Auf einmal war die Amsel still an diesem Morgen. Und jetzt Achtung. Okay, das ahnt man nicht kommen. Das kam überraschend, auf jeden Fall.